Ja, willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword, Episode 92. Wir sind hier irgendwo. Ich bin ein bisschen mich umschauen und hier hat es ein komisches. Oh. Oh. Yay! Aber für das wäre es sicher nicht gemacht. Noch nützlich so ein Ding. Ups. Ja, schaue ich mich mal ein bisschen um. Was hat's hier hinten? Ja. Uff. Okay. Vielleicht muss ich auch einfach mal so drum. Ups. Okay, das geht mal nicht. Schade eigentlich. Ja, okay, gut. Die müsste sich doch irgendwie bewegen, das sieht so nach aus. Wieso funktioniert das mit dem Schwert nicht? Ah, jetzt. Klappt doch. Hat der jetzt... Ah, Mist. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Thank you.
Ach, doch so. Hab mir's irgendwie gedacht, ja. Das war das einzig Logische. Aber es hat im Anfang nicht wirklich geklappt, aber naja. So. Einen Schlüssel habe ich glaube ich nicht. Nee, habe ich nicht. Aber es hat ja noch eine andere Tür. Oh. Das ist gut für deine verspannten Schultern. Okay. Das schaust du mich so an. Hey, nicht hinschauen. Ich kann das wirklich überhaupt nicht haben. Mach schon, weg mit dir. Okay. Oh, das ist heiß. Naja. Eine Truhe. Gut, mal schauen, was da drin ist. Ein Schlüssel. Yep, okay. Mist. Au. Ich komme hier wieder raus. Habe ich mich jetzt eingesperrt? Ah, nee, ich habe eine Idee. Ah. So geht das. Kann man dem irgendwie helfen? Nö. Da gehen wir wieder raus. Wir haben einen Schlüssel ja jetzt. So, da rein. Okay. Thank you.
Pflanzen sind praktisch. Außer dass sie stark flexieren. So, was ist hier drin? Schattenkristall. Okay, gut. Von mir aus. Und weiter geht's. Irgendwie müssten wir da Wasser hinbringen, aber wie? Okay, sehr interessante Mechanik. Ein Stuhl wäre wieder mal was. Um die Herzen aufzufüllen. So. Ja. Mhm. Okay. Wieso bin ich auf dem Mal so müde? Bin ja erst 2 Stunden und 13 Minuten spielen. In dieser Aufnahmerunde. Aber naja. Entweder hat hier jemand die Löcke vermehrt oder es ist eine andere Arena. Ah, Mist. Nee, hab ich nicht. Thank you.
So, okay, eine Hand ist ja schon weg. Das ist anstrengend. Aber ich glaube, ich hab's gleich. Ja, eine Hand ist schon weg. Puh. Nee, Mist. Ja, jetzt. Ah, geschafft. Puh. Yay. Okay. Hey, ich habe gesehen, wie du die Ungeheuerübung fertig gemacht hast. Da war wirklich erste Sahne, Kleiner. Jetzt solltest du nur noch was Tolles tun, um mich herunterholen. Mach ich. So. Juhu, endlich in der Freiheit. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Und jetzt sag bloß, du bist ebenfalls ein Schatzsucher. Schätze? Was für Schätze? Du musst dich nicht rausreden. Es gibt nur einen Grund, hierher zu kommen. Die Legende der schlafenden Statuen. Aber was tragst du denn da für alte und unansehnliche Klauen? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dich für einen Griff in meine tolle Sammlung. Werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz. Ja. Und was in dieser Truhe drin ist, werden wir in der nächsten Episode sehen. Tja.